Hallihallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total Annihilation Kingdoms The Plague. Oh mein Gott, Leute. Endlich kann ich wieder normal aufnehmen. Endlich wieder wie ein normaler Mensch. Endlich muss ich dieses dämliche Nachkommentieren nicht mehr machen. Oh, ich bin so glücklich darüber. Ich bin so glücklich. Ja, man kann vielleicht meine Freude daraus hören. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen, nicht nur Episode, sondern einer neuen Session wohlgemerkt. Und ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Letztes Mal haben wir diese grauenhafte Session hinter uns gebracht und sind zum Schluss mit Veruna aus, mit Krenna aus Veruna geflohen. So ist das. So sind richtig. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier in Kapitel 19 Treacherous Updrafts und man sieht auch schon, ich habe ein bisschen wieder weiter vorgespielt. Nur um letztendlich zu merken, dass eine Tonspur komplett komplett zerstört war. Sagen wir es mal so, die war komplett kaputt. Und ich hätte jetzt nicht wirklich Muße gehabt, es noch einmal neu hier darüber zu kommentieren. Kann man sich vielleicht denken, auch warum, ne? Gut, und jetzt stehen wir hier und ich nehme einfach von deswegen nochmal von vorne auf. Ja, ist eigentlich kein Problem. Es sind drei Missionen, die ich jetzt in der letzten verpatzten Aufnahmesession gehabt habe. Und ich würde sagen, Leute, wir gucken jetzt einfach mal direkt rein, oder? Gut, darum würde ich sagen, Spiel starten! Helegrin's mission to Thirsha was a success. The mysterious Queen of the Air agrees to provide winged transport to Creon. Thirsha and members of the Cult of Lachan now traverse the treacherous updrafts over Ulan's fingers. Even the fervent cultists find reason to doubt their quest and their enigmatic leader. One party member voices her misgivings. Many of us secretly whisper our doubts on Helegrin's sanity. This labyrinth chase through the passes has no point. Why don't we merely summon great clouds of black mana and be done with this foolish errand? But Helegrin will have none of it. He claims to hear our deceased monarch and seek counsel from that mistress to beasts, Thirsha, the very one who failed our lord in the Great War. Would that Helegrin could hear the voices of his own kind. Beosor, Weather Witch of Taros. Ja, offenbar war Helegrin erfolgreich, was seine epische Quest angeht, mit Thirsha zu reden und den Kult von Lachan halt über den Bergpass von Ulins Fingern nach Creon rüber zu transportieren. Also Thirsha sagte, jo, das können wir machen. Und allerdings sind damit nicht alle aus dem Kult von Lachan damit einverstanden, oder sie die... Sag ich mal so, die finden es nicht so lustig, dass Thirsha jetzt auch noch mitkommt, weil Thirsha, die sehen halt in Thirsha die Schuld, warum Lachan im großen Krieg verloren hat. Und ja, deswegen denken die jetzt, Helegrin hat ja nicht mal Tassen im Schrank, würde er nur auf seine eigene Stimme hören und nicht nur in die auf die Stimme in seinen Kopf, dann wäre es ihm klar, dass diese ganze Reise hier totaler Schwachsinn ist. Nun ja, ich würde mal sagen, bevor die uns hier noch hier vom Boot springen, sage ich jetzt mal, gucken wir uns mal ganz schnell das Kapitel an. Kapitel 19, Treacherous Updrafts. Escort Helegrin through Ulan's Fingers to the Lowlands. Protect Helegrin and Thirsha. Gut, wir müssen also Helegrin durch das Gebirge in die Flachland bringen. Und ja, selbstverständlich Helegrin und Thirsha beschützen. Das können wir. Weil wir ja nämlich cool sind. So, und mir fällt auch gerade mal so auf, dass es ja hier die erste Zonenmission ist im gesamten Iron Plague DLC. Sehr, sehr nice, endlich mal wieder auch auf der Seite von Zonen zu spielen. Und selbstverständlich hat auch Zonen neue Einheiten. Aber die gucken wir uns auch mal gleich an. Ich hatte die ja schon damals in meiner letzten Let's Battle Session gehabt. Aber derjenige, der sie nicht gesehen haben sollte,
Pass auf, Leute. Die werdet ihr nochmal gleich sehen, ja? Und ja. Apropos Let's Battle. Ich habe jetzt ja, endlich mal wieder eine neue Let's Battle Folge. Let's Battle Session hier vorbereitet. Oh yeah, Leute, das wird so cool. Ich freue mich schon dermaßen, hier rauszuhauen. Weil ich habe jetzt eine neue Mod reingepackt. Und diese Mod ist unglaublich cool. Die ist so genial, ja. Mindestens so genial wie das neue Sumpfbiest. Ja, die erste neue Einheit von Zon. Dann beschwören wir mal ganz, ganz schnell einen davon. Und ich kann ja schon mal was dazu erzählen. Das Sumpfbiest ist eine Nahkampfeinheit. Eine relativ starke Nahkampfeinheit. Ist ganz, ein ganz gutes Pendant zum Troll und zum Kobold, also der leichteren Stufe hier. Aber das Tolle ist, das Teil hier, das ist nicht nur Landeinheit, nein, es ist auch eine Seeeinheit, also sprich, es ist eine amphibische Einheit. Man kann Sumpfbiest wirklich mit dem Meerkämpfer aus Veruna vergleichen. Ist ganz, ganz gut, um feindliche Schiffe zu zerstören. Und ja, auch auf Land darf man ihn nicht unterschätzen, weil er macht halt dafür, dass er in so einer niedrigen Stufe eingeteilt ist, dennoch ordentlich Schaden. Ja, also, wie gesagt, das ist eine gute Ergänzung zu den Nahkampfeinheiten der leichteren Stufe. Gut, beschwören wir ganz, ganz schnell noch einen Tierbändiger. Tisch, aber nimm du das mal. Und du zauberst mal eine ganze Menge Jäger. Alles klar, super. So, hier haben wir Helligrin mit seinen Kultisten. So, der Tierbändiger ist fertig und auch er kann natürlich eine neue Einheit beschwören, nämlich den Geistwolf, oder ich nenne ihn immer den Geisterwolf, weil halt Geisterwolf viel cooler klingt als Geistwolf. So, ist in dieser Mission auch ziemlich von Vorteil und hat auch noch eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Wie man sich denken kann, ist allerdings der Krake hier im Hochgebirge eher nicht so vorhanden. Also mir ist noch kein Krake da wirklich begegnet. Und da kommen die auch wirklich nicht so hervor. Ja, Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich mag den Greifen nicht besonders. Einfach, weil er viel zu wenig Schaden macht, kaum trifft und sehr, sehr wenig aushält. Wie gesagt, ich mag den Greifen nicht besonders. Dafür den neuen Geisterwolf umso mehr. Und der Basilisk und die Harpie, die könnten in dieser Mission leider nicht allzu viele Leute... Also, die haben aber nicht wirklich allzu viele Leute Effekt. Weil Kreon, wir kämpfen ja jetzt gegen Kreon, sollte da noch dazu gesagt werden. Kreon ist halt, nun ja, die bestehen ja hauptsächlich aus Metall. Und darauf haben halt die Zauber des Basilisken und der Harpie nicht wirklich Einfluss. Ja. Tyrsha kann derweil mal einen Todestotem beschwören. Das kann sie nämlich gut, habe ich mir mal sagen lassen. Und, ach ja, Leute. Das Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, das ist schon Kreon. Also, das ist quasi die erste Mission, die überhaupt in Kreon stattfindet. Ja, also, so sieht es in Kreon aus. Also, das ist quasi das Map-Tile-Set. Also, für die sich mit dem Editor ein bisschen besser auskennen, kann man sich das so ungefähr vorstellen. Jede Nation hat ihr eigenes Tileset. Und so sieht das Tileset halt von Kreon aus. Sehr schick alles. Sehr, sehr schniek und knorke und alles Mögliche, ne? Kennt ihr ja von mir. Und, ach, weißt du was? Du beschwörst mal gerade den Geisterwolf da noch zu Ende und beschwörst hier den Tierfürsten. Damit wir auch hier seine neuen Einheiten zeigen können. Alles klar. So, wir nehmen uns mal die Geisterwölfe. Auch die sind hier Nahkampfeinheiten. Und wie gesagt, die haben eine extrem coole Fähigkeit. Und ja, die schlagen ungefähr so zu, wie die Berserker aus Veruna sind. Quasi sowas ähnliches halt. Nur, dass die Berserker aus Veruna ein bisschen durchgeknallter sind. So, beschwören wir den mal wieder. Und zack, da haben wir... kann man jetzt auf dem weißen Schnee kaum erkennen, aber hier haben wir einen durchsichtigen Zombie-Wolf. Ist auch eine Nahkampfeinheit, hält nicht sonderlich viel aus, aber allein die Tatsache, dass der Geisterwolf aus Leichenteilen, aus frischen Leichenteilen, Wölfe beschwören kann,
ist extrem cool, oder? Oder was meint ihr, Leute? Ich finde, diese Fähigkeit ist so super knocky, missimo, richtig groovy und abgespaced. Ja. Und, jo, beschwören einfach mal hier derweil hier die Jäger weiter. Und ich weiß, Leute, eigentlich könnten wir jetzt auch hier komplett eigentlich nur den lieben Tierfürsten hier beschwören. Helgrin und den Kult von Locken mit Tirsha nach, in einen Roch packen. Obwohl Tirsha passt nicht in den Roch rein, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall kann man dann letztendlich mit den Typen hier rüberfliegen. Ja, ja, warte mal gerade, warte mal gerade. Du solltest eigentlich nicht mitkommen, aber egal. So. Dann beschwören noch ein paar. Denn Jäger sind super Einheiten. So. Also wie gesagt, wir könnten jetzt eigentlich einen Roch beschwören und mit dem eigentlich rüberfliegen zu den zum Flachland hin. Aber wisst ihr was, Leute? Das kann ja jeder. Ich mache es natürlich wieder umständlicher. Und die ganzen neuen Einheiten des Tierfürsten sind ja all die neuen Einheiten. Ich sehe sie nicht, weil es auch keine neuen Einheiten gibt. Zumindest vom Tierfürsten. Dafür allerdings der Schamane. Passt mal auf, Leute. Den gucken wir uns auch mal an. Du kannst derweil noch ein paar Geisterwölfe beschwören, weil das sind extremst nützliche Nahkampfeinheiten. Die sind schnell, halten verhältnismäßig ganz ordentlich schon was aus und machen ordentlich Schaden. Also ich mag die Typen hier. Die Jungs sind wirklich klasse. Und natürlich darf man dafür ihre unglaublich nützliche Fähigkeit von wegen Beschwörungen hier nicht vergessen. Gut. Dann, da es hier auch so kalt ist, beschwören wir mal hier ein heiliges Feuer, damit wir uns hier erwärmen können. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber vielleicht werden wir es irgendwann brauchen oder so. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne. Aber einzig und allein fürs Ambiente ist das doch mal schon mal ganz Schickes. Ja, das heilige Feuer, mit dem wir unsere Einheiten ganz schnell heilen können, falls sie sich in der Nähe befinden. Aber wie gesagt, brauchen wir eigentlich hier gar nicht. Ich frage mich immer noch, wozu das gut ist, wenn man das deaktivieren kann. Vielleicht wisst ihr es ja. So, bist du mal auch beschworen, langsam Kumpel? Na, alles klar, super. So, da haben wir auch zwei neue Einheiten. Das heißt eigentlich sogar drei neue Einheiten, weil wir den Urdrachen ja im Hauptspiel nie gesehen haben. Aber den Urdrachen, den will ich jetzt auch nicht zeigen. Falls ihr den sehen wollt, dann empfehle ich euch mal die letzte Let's Battle Season zu gucken. Da habe ich ihn auch beschworen. So, und diesen Magnetstein lösen wir einfach mal auf. Und beschwören jetzt einen heiligen Magnetstein hin. So. Ich weiß, das zieht jetzt unglaublich an Mana. Darum stellst du einfach mal deine Beschwörungsproduktion knallhart ein. Und jetzt warten wir einfach mal, bis das Teil fertig ist. Danach zeige ich euch hier den Riesenorm und, ja gut, den Riesenbarracuda, den kann ich jetzt euch auch nicht zeigen, weil, wie gesagt, wir befinden uns hier mitten im Hochgebirge. Und da kommen solche Meeresbewohner eher selten vor. Also, zumindest habe ich im Hochgebirge noch keine Fische in freier Wildbahn gesehen. Höchstens in so einem Gebirgsteich, aber selbst da eher nicht so sehr. Und diese Fische, die kommen eigentlich auch nur rein, weil da irgendwelche lustigen Leute meinen, ihre Fische da reinzuwerfen. Und das hat dann letztendlich gar nichts mehr mit dem Riesenbarracuda zu tun, aber ist ja auch egal. So. Da fällt mir ein, ich muss die Folge ja noch heute unbedingt raushauen, weil ich habe ja erst eben gerade gemerkt, ich wollte ja gerade die Folge noch rendern. Also die verpatzte Aufnahme von eben, was heißt von eben, von vor ein paar Tagen, wollte ich ja rendern. Wollte mir das gerade angucken, ja, welchen Videoclip muss ich jetzt da reinpacken ins Render-Programm. Aha, ja, genau das. Gucken wir nochmal kurz rein. Oder warum ist da kein Ton? Hä? Und dann, ja, dann habe ich gemerkt, es war kein Ton dabei. Sehr traurig, deswegen nehme ich nochmal alles schnell nochmal auf. Und ich hoffe mal, dass er jetzt aufnimmt. Und wenn nicht, dann bin ich ganz traurig. So. Ist das Teil mal langsam fertig? Ja, sieht schon mal ganz ordentlich aus.
Und wir könnten einfach jetzt auch mal die Geisterwölfe hier nehmen. Und wir haben ja gesehen, von Süden her kam ja die ganze Zeit so ein lustiger Spiegelstrahl. Und ich würde mal sagen, diesen Spiegel, den zerpflücken wir jetzt. Und die Geisterwölfe schnaufen mir schon ins Ohr rein. Zack, und da ist der schöne Spiegel auch schon kaputt. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man einfach nicht darauf aufpasst. Aber da haben wir das Teil auch schon zerpflückt. So, und wir haben die ganzen Bären hier, die ganzen Jägerbären schon beschworen. Ich würde mal sagen, mehr brauchen wir auch nicht. Weil, obwohl, ihr kennt mich ja, ich muss ja immer übertreiben. Noch ein paar mehr. Mehr, wir brauchen mehr. Wie gesagt, ihr kennt mich ja, ich muss übertreiben. Was das angeht, bin ich ein bisschen größenwahnsinnig immer. Und wir lösen auch mal diesen Magnetstein auf.